Michael, in 25 Minuten geht's los gegen den FSV Salmrohr und da kommt ein alter Bekannter nach Pirmasens, der Robert Jung, Taktikfuchs oft genannt. Wir haben es am eigenen Leib schon erfahren, dass er sich immer was Besonderes austüftelt. Was hast denn du heute vor gegen den FSV Salmrohr? Denkst du, dass sie defensiv daherkommen mit Konterspielern, mit Schnellen? Ja gut, okay, Robert ist bekannt dafür, dass er sehr tief steht mit seiner Mannschaft und auf Konter spielt. Und er hat im Vorfeld schon gesagt, wie viele Spieler ihm fehlen. 8 Spieler, von den 8 Spielern spielen 7 heute. Deshalb, wie gesagt, ist die erste Bluff ist schon mal vorbei. Aber wie gesagt, ich vertraue auf meine Mannschaft und ich denke, die Jungs sind heiß genug, um hier zu Hause gegen Salmrohr zu gewinnen. Wir haben 3 Auswärtspunkte im Rücken und heute gegen einen Aufsteiger, da müsste ein Dreier drin sein, denke ich. Ja gut, okay, das ist unsere Vorgabe. Wir wollen hier gewinnen, aber wir haben ja auch gemerkt, auch gegen Aufsteiger wie in Ludwigshafen, es gibt keine einfachen Spiele. Und wie gesagt, wenn du mit der richtigen Einstellung ins Spiel reingehst, und dann werden wir auch das Spiel heute gewinnen. Und das war in Ludwigshafen nicht der Fall. Und ich denke, die Jungs haben ihre Lehre gezogen und werden heute ganz engagiert, ganz konzentriert in Sache rangehen. Und dann werden wir auch gegen die Mannschaft des ausgewieften Robert Jung bestehen können. Okay, der FKP hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir warten noch ein bisschen, ein paar Minuten, sehen wir uns wieder. Danke.